Moin, moin ihr Lieben. Kommt zurück zu Factory Prime. Beim letzten Mal haben wir angefangen, so ein bisschen die Sachen zu machen. Hier, sprich, die Ressourcen zu holen. Und da machen wir heute auch weiter. Ne? Beim letzten Mal haben wir hier echt so richtig viel geile Scheiße. Ne? Also allein schon die Tatsache, dass wir hier alles haben. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Und da hinten, oder warte mal, wo ist der Space Elevator? Irgendwo da hinten, den muss ich jetzt auch nochmal abbauen. Dann muss ich hier natürlich noch Strom und so weiter verlegen. Aber das, was ist das Wichtigste jetzt? Die Ressourcen. Ja? Ressourcen und Strom. Dass ich hier mal irgendwie mich mal hier mit dem Dings hier bewegen kann. Ne? Und dann muss ich mir auch nochmal anderen Stuff holen. Warte mal, wohin renne ich denn? Ja, ich glaube, ich muss in die Richtung, ne? Warte mal, wo ist denn hier? Ne, ich muss in die... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich bin hier. Jetzt gucke ich in die Richtung. Da, das war schon richtig. Genau, das muss ich ja alles zusammenbringen. Und dahin ist der Bahnhof, genau. Ja. Das ist natürlich jetzt die rote Stäbe-City, ne? Das ist klar. Aber wir machen jetzt hier weiter. Holen uns nochmal ein bisschen Stuff. Obwohl, genau, ich habe ja die... Baukosten aus, ne? Ja. Ja, genau. Aber trotzdem brauche ich mal hier mal ein bisschen Strom für da unten. Und, wo haben wir es? Ich habe halt auch sehr... Ach ne, das Ding ist wichtig. Der Rucksack. Ich brauche aber auf jeden Fall genau noch das Ding, ne? Okidoki. Das ist natürlich auch gerade Nacht, ne? Aber so. So, so, so. Ach ja, und da hinten, genau, da haben wir das alles. Ja, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen die, die Gegebenheit. Ich meine, wir sind ja jetzt hier über den, ja, über diesen Felsen, ne? Das ist natürlich alles nicht so geil. Warte mal, da oben ist hier nicht noch diese Höhle. Naja, okay, nehme ich mal mit. Nehme ich mit. Okay, genau. Und dann wollen wir hier mal so ein bisschen hoch. Ich weiß immer nicht, wie machen wir das am besten. Fundamente. Beton, 4 Meter. Ja, müssen wir irgendwie so den Fels bauen, ne? Nützt ja alles nix. Oh ja, schön. Hm, da kriege ich gleich so einen Brand. Okay, aber da muss das hoch alles. It is how it is. Also das wird natürlich jetzt hier auch, ne, hier in der Luft und was nicht alles. Teilweise. Ich versuche so ein bisschen hier ordentlich zu bauen, aber... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme das hier mal weg und gehe dann von hier nach da. Und dann kann ich nämlich von hier mal suchen. Ne? Ah ja, und schon haben wir hier wieder dieses schöne Problem. Obwohl, das ist okay. Ne, Höhenunterschied ist nicht das Problem. Dann kannst du hier... Machst du hier irgendwie eine Doppelrampe oder was, ne? Doppelrampe, damit der das alles irgendwie hält. Dann nimmst du noch eine normale Rampe. Keine Ahnung, Mann. Eigentlich würde ich das ja eher hier unten packen, hinpacken. Mal so. Also erwartet jetzt hier keine Designwunder von mir, ne? Ist klar. Muss ich hier noch so ein Ding? Nee. Also invertierte Rampe.
So. Whatever. Und dann kann man... Obwohl, nee, warte mal. Wir machen das doch mal ganz klar so hier. Dann kann ich das hier nämlich reinsuchen. Und dann hier mit der Doppelrampe hier runtergehen, oder? Dann nehmen wir mal ruhig die Vierer. Na bitte. So, jetzt hält das. Ja, will ich jetzt mal sagen. Der Lachs. Weiß ich jetzt zwar nicht, aber ja, sieht so ein bisschen danach aus. Oh Gott. Das ist so schrecklich. Nee, das kann ich. Also, das kann ich. Ich meine, ich mache kein Design. Ne? Design ist für mich Hölle. Aber das kann ich auch nicht stehen lassen. Wir machen hier einfach hier so ein bisschen Rahmen. Da machen wir einfach diese Rahmenfundamente hier noch rein und dann ist das schon okay so. Nicht wahr? Okay, na dann. Genau, dann müssen wir nochmal hier ein bisschen den Strom wegziehen mit. Ne? Dann können wir hier aber auch noch mal schön Kupfer. Normal. Tick-Tack-Tuck. Na, dann haben wir hier, ich glaube, Limestone war hier auch irgendwo. So, na, dann suchen wir das mal. Hier hin, dann geht es da unter weiter. Ja, gar nicht so eigentlich. Lassen das einmal kurz mal so vertikal machen und dann, ich glaube, der letzte. Ja, so geht's für mich. So ist okay. Gut, raus mit dem. Meiner. Ihr kennt den Kram, ne? Intelligent machen wir hier die Fusionatoren. Also manchmal ist es einfach zu weit weg. Fördermast. Okay, erstmal bis hier. Und dann müssen wir da oben mal, genau, und da oben geht dann das alles hoch. Das wird auf jeden Fall nochmal eine sehr interessante Sache hier. Okay, 240. Ah, ich brauche auch noch die. Okay, ich muss auf jeden Fall noch meine Dings holen. Meine. Sag schnell. Diese Power Slugs. Das werde ich jetzt mal tun. Die sind doch bei mir im Dings. Ich werde ganz kurz pausieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann haben wir das auch. Aber die will ich mir nicht ercheaten oder so, weil ich habe ja die gesammelt. Das ist ja alles da. Ich habe ja auch noch ein paar. Von daher, bis gleich. So Leute, damit ihr auch glaubt, ich bin hier. Ich habe mich auch entschieden, gleich nochmal den Lift hier abzubauen.
Ne? Den wollen wir da hinten hinpacken. Mach's gut. Lifty bifty. Und hier die Sachen. Ja, ne? Kann halt alles weg. Wird alles geschreddert. Ist klar. So. Habt ihr eigentlich auch nochmal was anderes an? Na, ja, was die Dinger? Okay. Zu modularen Motoren. Auch okay. Habt ihr adaptiven Steuereinheiten, die, was haben wir eigentlich mit denen? Die werden da hinten geschreddert. Okay. Und da hinten. Gut, dann haben wir das. Dann hole ich jetzt erstmal nochmal meine. Nein, die sind im. Die sind hier ja gar nicht. Die sind in diesem Container da gewesen. Hier durch. Ach nee, sind sie nicht? Hier sind 100. Okay, ja, die 100 sollten eigentlich reichen. Soweit so gut. Ja, alles noch drin hier. Weg damit. Ja, und ich hole mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Treibstoff. Okay. Und jetzt ab nach oben, ne? Und dann fahren wir wieder zurück und dann bauen wir da unten wieder schön weiter die. Und vielleicht will ich heute schon das erste Mal anschließen. Ich gucke mal. Lager hatten wir schon. Ich glaube, mit der Energie sollten wir hinkommen. So Leute, ich fahre jetzt, ich melde mich, wenn wir wieder da sind, bis gleich. So, und da bin ich wieder, endlich wieder in der Wüste und weiter geht's. Weiter geht's. Ne? Ich habe jetzt hier die 100 Dings hier, ne? Und hier habe ich die 75. Blöd, ey, das hätte ich auch alles mitnehmen können. Aber gut. It is, oh it is. Jetzt gehen wir runter, ist auch wieder Nacht. Nacht, ah, kacke. Also dauert die nicht allzu lange. Und dann können wir hier wieder ein bisschen was. Da haben wir auch noch ein bisschen was, da haben wir noch was. Ich habe jetzt mal inzwischen hier mal die Map auf. Wir bauen ja hier, das sind alles, ne, alles Normal Nodes. Normal. Das heißt, wir kriegen 600 raus, meiner MK3, ne, 600. Also insgesamt kriegen wir aus denen hier 1800. Wie viel brauchen wir? Nicht 1800. Wir brauchen mehr sogar. Mehr Lanes. Let me check. So, habe ich hier meine Masterclass-Ressourcenliste. Kupfer, ja, 3000, ne? Aber 1800 ist schon mal nicht schlecht. Vor allem, weil das hier direkt hier vorne ist. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich wieder ein bisschen das so machen. Ne? Das ist jetzt quasi. Ich mag das alles nicht, ne? Das wird jetzt hier alles wieder, ne? Und zack, hast du es. Ist hier irgendwo im Boden drin. Ah, na gut, machen wir das hier oben weiter. Dann haben wir das wenigstens. Da haben wir aber schon mal ein bisschen mehr als die Hälfte für Kupfer. Machen wir das gleiche noch. Eisen würde ich gerne gleich die Pure-Dinger nehmen. So, Produktion meiner Mark 3. Einmal die 600. Werde ich das dementsprechend zusammenführen.
Na, passt das? Ja. Dann das Ding hier. Kann ich das hier mal so rüber? Ja, geht auch. Perfekt. Und hier auch nochmal 600. Und ja, genau, diese 3000, ne? 3000, das sind 4 Lanes Kupfer. Ne, weil 4 mal 7, ne? Dann hole ich auch die 4 Lanes. Wo haben wir noch was? Ich glaube, da hinten war noch ein bisschen Kupfer. Ich überlege aber gerade, wir hier ist ein bisschen Kupfer. Das nochmal rein, da gibt es dann 780, eine Lane und 1800 sind 2 Lanes. Da ist auch nochmal Kupfer mit Kohle, dann hole ich das von da. Jo. Dann reicht das erstmal, muss ich da nicht so weit hinwandern. Was ist das hier? Werde ich das dann da oben entsprechend nochmal nicht sortieren, das ist das falsche Wort. Aber jetzt wird das mal hier lang. So, ne, dann haben wir hier diesen ganzen Kram. Obwohl, ne, das ist. Aber das ist hier einmal Impure Eisen und das alles ist dahinter, ne? Es ist alles so viel. Da mal lang. Ich werde jetzt mal kurz mit dem Jetpack hier mal ein bisschen scouten. Dass die unreine ist. Ja, okay. Dann bin ich jetzt gerade da und dann müssen wir eher noch nach unten. Wird das ja irgendwie hier unten sein alles? Genau. Kupfer, Eisen. Müsste denn da sein? Ja, okay, perfekt. Ja, dann ziehen wir das doch mal hier so rüber. Wo ist es denn viel besser? Als wenn wir da jetzt so rechts lang gehen. Nicht wahr? Ja, das ist alles verbinden hier unten, ne? Das ist jetzt sozusagen echt die Hauptarbeit, ne? Vertikal mal runter. Mal gucken, ob wir hier mit dem Feuerfilament klarkommen.
Sieht aber fast so aus. Okay. Und dann haben wir hier weiter einmal hopp, 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 hopp. Na, 1200 geht aber nicht, da können wir gleich die 780 machen. Und die rausnehmen. Das sind ja nur irgendwie 162%, ne? So, dann holen wir uns jetzt hier nochmal Eisen und Kupfer! Wo haben wir Kupfer? Ne, Kupfer haben wir schon, Eisen, und dahinter haben wir genau Limestone. Limestone brauche ich gar nicht so viel, ne? Kurz mal rein in die Ressourcen gucken. 801. Das ist ja entspannt, ne? Machen wir aber zwei Lanes. Natürlich eng. Geht's hier runter? Ja, dann machen wir das so. Was ist das Ding? Ich glaube nicht. Nee. Ist zu sehr einge... Oh nein, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, wa? Lad auf. Muss ich mich hier wieder hoch drehen. Okay. Das muss leider weg. Okay. So, dann ziehen wir das hier einfach mal hin. So, dann kann ich hier das mal... Ach so, Wie machen wir? Ach, das muss ja hier hoch, ne? Nö. Aber ich kann das ein bisschen nach hinten schieben. Ach ja.
ist jetzt aber Limestone, das muss man ja auch nochmal so sehen, ne? Ich kann es nicht anders. Das hätte mich einfach hart genervt. Das kleine Ding da. Ihr kennt mich. Jetzt ist das auch alles entsprechend. So, wir brauchen noch eins rein, ne? 780. Gut. Hä? Ach, das ist ja Dings. Das ist ja gar nicht Leim, sondern das ist Eisen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. So, jetzt aber nochmal. Okay, jetzt haben wir das mit dem Eisen fertig. Gut. Gleich jetzt hier hinten. Und ja, ich weiß, die Stromleitungen sind jetzt nicht unbedingt immer in der richtigen Farbe. Ah, oh, das ist schon okay. So, Looping. Ach, guck mal. Das funktioniert doch hier schon mal gut. Nein, sag nicht, es ist zu hoch. Jo, jo, jo. Mal kurz wieder weg. Beziehungsweise man kann ja einfach mal drüber gehen. Vermutlich. Und dann irgendwie so. So. Leute, ich weiß nicht, wie spannend das so für euch ist. Ne? Es ist halt Arbeit. Gehört dazu. Muss man machen. Ich die Farm wieder verkacke. Einmal so.
Perfekt. So. Damit hätten wir jetzt auf jeden Fall Kalkstein eine Lane, Eisen eine Lane, Kupfer zwei Lanes, ja, Kupfer zwei Lanes, mindestens sogar drei. Also langsam, ne? Da haben wir noch Kohle, da haben wir auch nochmal Kupfer, Kalkstein, ne? Das kannst du halt alles, und das ist ja das Gute an der Wüste, ne? Dass das hier alles in einem guten Kontext ist, ne? Dass es ja alles da steht. Ja. Kohle brauchen wir gar nicht, 1903 Lanes. Ich glaube, das sind aber auch alles, ja, das sind normale. Ne? Das sind dann insgesamt 1800, die wir da haben, und wir brauchen 900. Das heißt, wir brauchen noch mal einmal Kohle mehr. Ich überlege, ob wir die Kohle dann tatsächlich eventuell einfach von hier holen, aber es ist so weit weg, ey. Ja, am besten ist es natürlich, wenn wir alles aus diesem Gebiet hier irgendwie holen können, ne? Weil hier natürlich die schönen sind. Hier oben haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Aber hier ist auch noch ein bisschen was. Genau. Ich überlege gerade, warte mal, wir haben ja schon mal Eisen, ne? Dass wir das irgendwie. Ja, Eisen, 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 Eisen. Mhm. Ich versuche jetzt mal gerade mal hier. Machen wir das mal mittig. Das außen. Dass es irgendwie so eine schöne Dreierlane gibt, aber. Dann müsste ich so ein bisschen mit Abstand hier hochgehen. Machen wir dann so. Machen wir erstmal Eisen fertig. Das ist schon ziemlich lang. Da hinten wird wahrscheinlich noch mal, ich werde hier wahrscheinlich noch eine zweite Lane haben. Das alles so verbinden können. Da hinten ist auch nochmal Eisen. Oh Mann, das ist Arbeit, ne? Also die Wüste zu erschließen ist schon nicht ohne. Vor allem das dann halt, sag ich mal, konsolidiert irgendwie hochtragen zu können. Warte, jetzt nicht. So, next up.
Aber mit den Lanes kann ich ja zumindest wahrscheinlich Copterium City. Dafür noch Copterium. Copterium City und Dwight die Eisentower fertig machen. Aber das wird dauern. Ich überlege gerade, wann ich das mache. Also, ne, ich sag mal, für so eine Folge ist das natürlich recht wenig Mehrwert für euch, ne? Ich fliege hier durch die Wüste und baue Miner auf. So. Aber auf der anderen Seite muss ich das auch machen. Und in den Folgen ist halt auch der einzige, sag ich mal, Zeitslot, den ich so habe. Ne? Naja, vielleicht noch im Stream, aber da im Stream sind gerade andere Games am Start. Ach Leute, alles nicht so einfach. Jetzt habe ich aber zumindest Eckstein ready. Das wäre, obwohl nicht zweimal, hier haben wir noch einmal 600 und einmal 300, also 900 Eisen. Machen wir mal eine Lane, 780. Kann ich das schön zusammen addieren, dann haben wir nochmal eine Eisenlane. Warum nicht? Warum nicht? Es. Du kannst wirklich nur mit Zweier Dings hier arbeiten. Wenn du irgendwas anderes nimmst, dann. So geht's zumindest. Wenn du irgendwas anderes nimmst, dann kann es halt sein, dass das alles wieder nicht passt. Ist ja hier ungültig. Achso, wegen dem Ding. Da haben wir jetzt hier nochmal eine Eisenlane dazu. Eisenlane. Ist gut. Eisenlanes brauchen wir halt. Wie viel hatte ich gesagt? Das sind nicht vier, sondern irgendwie fünf. It is so it is. So, das wollte ich also gar nicht machen. Einmal dahin. Falsche Farbe. Machen wir das. Ich nehme das da hinten alles mal weg. Ich werde das hier so rüberziehen. Ja. In der Hoffnung, dass das Ding, das steht schon wieder so hoch, ne? Das wäre auch zu geil gewesen, wenn das irgendwie passen würde.
So, machen wir das mal so. Machen wir hier mal 3, 2, das mal so. So müsste es ja eigentlich gehen. Hier weg. Juhu, okay, das funktioniert auch. Und dann natürlich ein Fusionator. So, das kann im Maximum 300. Aber da machen wir 180. Was? Und hier hinten. Und wiederum eine Iron Lane ready. Schon fast der Meinung, dass wir hier denn diese extra Lanes brauchen. Von da oben, da kommt ja. Sehr viel runter. Also, erstmal Limestone. So, wie will ich das machen? Hier. Als nächstes. So, Limestone, ne? Geht hier lang. Jetzt erstmal bis da. Als nächstes. Nicht da, sondern hier. Eisen. Problem auch immer, ne? Wenn ich das jetzt umfärbe, ne? Dann färbt sich hier nur oben der Teil. Leider aber nicht das gesamte Förderband. Deswegen muss ich das gesamte Förderband immer abbauen, bis ich es dann wieder richtig gefärbt habe. Kupfer. Aber da möchte ich dann auch nochmal so eine Sortieranlage bauen. Dann kommt da nochmal Kupfer. Wir haben schon 4 Lanes. 4, 5, 6. Und dann hinten haben wir auch nochmal mindestens 2 Lanes. Müssen wir nochmal gucken, wie viel Eisen das tatsächlich ist. Also, aber ich glaube, das waren schon eine Menge. Ja, 480, 960, 780. Also eine Lane haben wir hier. Wir brauchen 5.
Hier haben wir nochmal 300. Können wir hier nochmal kurz gucken. Das sind dann nochmal 600. Also nochmal eine Lane und wie viel haben wir hier? Nochmal 600. Mhm. Was müssen wir dann denn machen? Aber Leute, wollt ihr die Folge ein bisschen kürzer machen? Schreibt mir mal eure Meinung, wie ich das am besten machen soll mit dem Bauen hier. Wollt ihr dabei sein, wie ich hier alles so entschließe oder nicht? Oder habt ihr eine andere Idee? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja? Also dann Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Die Wüste, ja, es wird. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber das ist nun mal so bei so einem Großprojekt. Factory Prime. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Chuck.